Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Command & Conquer Renegade in der zweiten Session. Und ja, ihr seht richtig, der Bildschirm kam ein bisschen später. Das liegt daran, weil ich leider die Aufnahmezeit direkt von Loilo hier nicht sehen kann. Deswegen muss ich hier ein bisschen improvisieren. Ich nehme das nämlich nicht mit OBS auf, so wie ich das ursprünglich geplant hatte, sondern ich nehme es tatsächlich mit Loilo auf, nach wie vor. Hier irgendwo kommt doch bestimmt gleich eine schwarze Hand, die mich töten will, genau. Die auch. Wie ihr seht, das Maschinengewehr ist deutlich härter als das normale Sturmgewehr. Aber das war jetzt nicht meine Intention. Eigentlich wollte ich hier den Hubschrauber abwehren, der hier gleich kommt. Eigentlich. Boah, irgendwie kommt er nicht so wirklich. Au. Die ganze Mannschaft meldet sich sofort in den Versammlungsräumen. Das ist keine Übung. Ja, hört mal, Brüder. Also ich nehme jetzt die zweite Session übrigens am selben Tag noch auf wie die erste Session. Das auch aus einem ziemlich einfachen Grund, damit ich nämlich morgen in aller Seelenruhe das Nebenprojekt aufnehmen kann. Fire Department 2. Für den PC. Ein Simulator, auf den ich mich schon sehr freue. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finden Sie den Wo ist dieser verdammte Helikopter? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der kommt. Da oben. So. Komm her, Hubschrauber, damit ich dich abschießen kann. Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Normalerweise erscheint hier in der Mitte nämlich gerne mal ein Hubschrauber. Apache. Ah, guten Tag. Mensch, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Aber irgendwie will der Apache heute nicht so richtig. Der scheint heute keine Lust zu haben. Er sagt sich heute mal, nee, ich habe heute meinen freien Tag. Das will ich nicht. Radar wird aktualisiert. Ballern wir erstmal den Kollegen hier über den Kopf. Los! Fackel der Leute rum. Flamme der Leute. So. Dann haben wir auch die Torpedos nochmal eben sabotiert. Wunderschön. Oh, der blöde Helikopter kommt immer noch nicht. Mann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie unterdessen das Spiel abgepatcht haben. Kann das sein? Dass sie das heimlich aufgewertet haben? Ich weiß das gar nicht. Ich habe Renegade so lange nicht mehr gespielt. Aber Renegade ist sowieso generell schon ein bisschen älter. Deswegen würde mich das schon... Oh. Oh, ein Besprechungsraum. Zwei Mitglieder in der schwarzen Hand. Schönes Bild. Auch das Bild. Sehr cool. Ich mag hier die Bilder von Nott, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das sieht aus wie so ein Schulungsraum hier. Hier werden die Brüder geschult. Ich weiß auch noch, was ich für Probleme hatte, als ich noch einen Röhrebildschirm habe. Ja, sowas gab's mal. Gefahr. Was gibt's hier nicht? Gefahr. Bitte dich. Eva. Uah, was ist hier los? Tag der offenen Tür bei Nott, würde ich mal sagen. Und ein Küchenchef, den ich diesmal töten darf. Das ist aber sehr freundlich von euch. Willkommen. Bitte halten Sie Ihre Essensmünzen bereit. Ich hab sie alle. Erst muss der weg. Dann muss der weg. Und dann der Heli. Der mich auch gleich ins Visier nimmt. Dann eben so. Das können wir auch machen. So. Der Typ ist auch im Eimer. Munition nehme ich gerne mit, die ich kriegen kann. Ach, der ist schon wieder voll. Ja, cool. Uah! Das steht da einfach mal so ganz ruhig, ja. Da ist ein Eindringling, ne? Und so. Ja. Ist doch geil. Super. Uah! Der ist leider nicht so doof, der ballert gleich direkt auf mich. Ich mach doch nichts. Stirb. Noch einer. Kommen die alle her? Und noch einer. Ihr Mitglieder der schwarzen Hand. Ah. Natürlich die eine sanitäre Einrichtung. Das war Scharfschütze sogar. Oh, das scheint die Elitebrücke zu sein. Das
Oh, Scheiße. Ja, genau. Alle guten Dinge sind drei, oder wie? Alter. Oh. Noch einer. Meine Güte. Hier scheint echt die Elite-Küche zu sein. Ach, der war mit Maschinengewehr bewaffnet. Hier ist das Quartier. Übrigens schön auch mit Not-Bettwäsche. Warum auch nicht? Die will ich auch haben. Ich will auch Not-Bettwäsche. Aua! Scheiße! Das war nicht geplant. Noch ein Küchenchef. Was macht der denn hier? Schon der zweite hier. Nein, der insgesamt schon der dritte, aber trotzdem der zweite schon. Ich habe nur noch 50 Gesundheitspunkte. Radar wird aktualisiert. Das ist kein... Zwecks. Ah! Sehr gut. Sehr gut. Das hört sich nach C-Krieger an. Jo, das sind auch die C-Krieger. Finden Sie den Captain des Schiffs. Und noch ein C-Krieger. Und noch ein C-Krieger. Stirb! So ein bisschen auf Sicherheitsabstand, ne? Oh, den Captain haben wir auch gleich mal erschossen. Nett. So, da haben wir die rote Schlüsselkarte. Sehr gut. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Ja, wir machen uns sofort auf den Rückweg. Wir werden jetzt dieses Schiff verlassen, liebe Leute. Und damit auch die fünfte Mission, glaube ich, inzwischen beenden. Also ihr seht, das geht echt Schlag auf Schlag hier. Ich hoffe übrigens, dass ich mit meiner Frame-Umstellung jetzt ein bisschen was Besseres bewirkt habe. Und übrigens, es kann auch sein, dass es zwischendurch zu Aufflackerern in den Parts kommt, tatsächlich. Das liegt aber nicht an der Aufnahme, weil in der Aufnahme habe ich das leider nicht sehen können. Sonst hätte ich das noch irgendwie retten können. Das ist wirklich nur im Video selbst drin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber leider ist das so. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, so leid mir das tut. Ach, guck mal, da können wir durchgehen. Ah, dann kommen wir dann hier raus, okay. Ja, das ist hier, das ist gut, ja. Okay. Aua! Ah, das war ein Volltreffer, du Arschloch. Das war nicht nett. Das war echt nicht nett von dir. So. Schnell die Rüstung mitnehmen. Die Waffen mitnehmen, was geht. Wie sieht es mit unserem Raketenwerfer aus? Der ist voll. Da können wir nichts mehr machen. Warnung! Die Gefangenen befinden sich im U-Boot-Hangar und werden angegriffen. Ja, ich sehe, dass Beschützen sie da sind. Sie unter allen Umständen. Alles klar, Chefin. Da ist nichts. Wow! 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 Ah, fuck! Scheiße! Ich muss alles nochmal machen. Nein. Scheiße. Ah, das ist ärgerlich. Ich habe übrigens den Timer nicht gestartet. Scheiße, das habe ich auch noch vergessen. Oh Mann, was ist heute los hier? Egal. Ich kriege ja heute Aufnahmen in extra Länge hier. Aua. Ah, scheiß Scharfschützen. Mann. Die Scharfschützen, die hauen richtig rein hier. Also, die sind echt nicht witzig. Ich sollte echt mal die Zwischenspeicherfunktion wieder nutzen. Das war so knapp. Jetzt fast geschafft. Und dann mal so ein Arschgeier von Scharfschütze. Ja, ich schalte ihn jetzt mal gepflegt aus, ja. Ärgert mich jetzt doch schon ein bisschen. Das ist gemein. Aber egal, ich schneide nichts raus. Ich lasse alles so drin. Die Torpedoröhren zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwerfen damit das Torpedoröhren aus. Eieieiei, also hier geht man echt nicht zimperlich mit einem um. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Schön auf den Arsch geschossen, ey. Mann. So,
das war die schwarze Hand da oben. Verdammt nochmal. Da haut er mich einfach mal so weg. Einfach mal so. Vor allem, was verspricht er sich davon, hier hinter der Treppe zu stehen? Ich weiß es nicht. So. Achtung, es wird zwischengespeichert. Und dadurch, dass ich jetzt blöderweise meinen Timer vergessen habe, wird das auch noch extra lang. Das kommt auch noch dazu. Ich habe keine Ahnung, wie lang, aber es wird lang. Ja, der Scharfschütze war leider ein bisschen wichtiger in dem Moment. Yeah! War das geil oder war das geil? Einfach mal First Try, zack, weg. Geil. So muss das laufen. Sehr, sehr schön. So, schnell einmal die Rüstung hier mitnehmen. Können wir hier noch irgendwie was kriegen? Nein. Gut, dann werden wir jetzt mal hier oben weitergehen. Weiter voranschreiten, ne? Wir waren hier ja noch überhaupt nicht, ne? Du denn doch mal. Ah, au, ah, ah, au, meine Fingernägel. So. Okay, den haben wir schon mal. Na, ach, guck mal, da kommt gerade einer vom Klo. Bleib mal den Rücken weggeschossen. Eine Rüstung auf dem Klo. Mhm. Ist ja auch sehr gesund. Achtung, Gefahr. Ich weiß, ich bin gemein. Ja, genau. Kommt alle zu mir. Kommt zu Papa. Ich raste euch alle. Das Küchenpersonal wird dazu aufgefordert, sich vor dem Dienstantritt die Hände zu waschen. Geil. Das war doch mal effektive Tötung. Mann, 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 Mann. Als ob es hier was umsonst geben würde. Ja, Kugeln gibt es umsonst von mir. So. Da waren wir schon. Radar wird aktualisiert. Jeder Widerstand ist zwecklos. Alle Einheiten sind zu ihrer Position. Jetzt sogar zweimal, damit es ja doppelt anhält. Finden Sie den Captain des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Alter, die große Zeit des Scharfschützengewehrs. Und der Captain ist auch im Eimer. Wunderbar. So. Nochmal ein bisschen Scharfschützenmunition verbraucht. Und schon ist das Radar wie ein bisschen rot. Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. So. Einfach mal hinterrücks erschossen. Wie, du stehst immer noch. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Sehe ich, wie ich erschienen bin. Lalala. Oh, hi! Vor allem, es interessiert ihn erstmal gar nicht, dass ich ihn anschieße. Es interessiert ihn einfach mal gar nicht. Das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Eine Schrotflinte! Oh. Zum Glück kommen die mit den Schrotflinten nicht allzu häufig vor. Aber wenn sie vorkommt, dann hauen sie richtig rein! Oh. Jungs! Mensch! Hier ist noch einer. Ne, doch nicht. Scheint doch weiter unten zu sein. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Yeah, sehr gut. Heieieiei. Also ich werde hier gleich mal ganz schnell speichern. Bevor es gleich wieder Game Over geht. Damit ich dann auch ja reagieren kann. Zwischenspeichern. Lalala. Ich bin es gar nicht gewohnt, mit Timer aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich kann ja leider die Aufnahmezeit von Lolo nicht sehen. Das ist das Blöde. Und warum ich so spät erst reagiere auf das Ruckeln und so weiter mit den Frames-Rückstellungen. Die Gefangenen befinden sich im
Das liegt daran, weil... Ja, das liegt daran, weil ich habe beides Hälften einer Session gleich am Stück aufgenommen. Aber sonst hätte ich nochmal rausscrollen müssen und dann wieder reinscrollen. Also, ne, mit der Windows-Taste. Und nee, das ist nicht so geil. Deswegen habe ich das einfach mal nicht gemacht. Wo ist denn jetzt der Kollege, der Hilfe will?